Wenn's was wollen, dann schreien's mal, ja? Danke sehr lieb, Frau Sockert, aber ich bin wunschlos glücklich. Wunschlos glücklich, das ist gut. Aber sonderbar ist das schon. Sehr sonderbar. Was denn eigentlich? Na ja, dass die Herrschaften nicht zurückkommen, die kommen nicht daher. Vielleicht haben sie vergessen, dass heute Samstag ist. Gänz. Ich meine, der Sektionschef, der ist zwar sehr vergesslich, aber ich meine, den Samstag vergisst er doch nicht. Nein. Vergisst er eher aufs Anziehen. Das ist wirklich eine hübsche Vorstellung, dass der Sektionschef als Flitzer durch die verschneiten Straßen saust. Gibt's na was daran an der Vorstellung schieße? Also, nein. Schau, das sorgt schon die Knefrau dafür, dass es nicht so weit kommt. Im Gegenteil, die legt ihm doch immer alles zurecht und legt ihm alles hin. Alles legt sie aufs Bett. Was? Wen legt sie aufs Bett? Nicht wen legt sie aufs Bett, sie huchen wir doch überhaupt nicht. Ja, aber ja, und wie? Ich bin ganz Ohr, Frau Sockert. Nein. Sie legt ihm die Sachen aufs Bett. Also das Hemd, das zur Hose passen muss, die Socken, die dazu passen. Weil wissen Sie, wenn man auf den nicht aufpasst und der erwischt eine Krawatten, da werden die blinden Hunde rebellisch. Na ja, und so tut sie das alles hinrichten, nicht? Also ich hätte so eine Art von Hinrichtung als Mann nicht sehr gern. Wobei, also zugegebenermaßen, bequem ist es schon. Ja, bequem ist es auf alle Fälle. Aber blöd ist das schon. Was ist blöd? Ja, dass Sie da sitzen und lesen dann. Was ist daran blöd? Ich lese ja sehr gern. Ich meine, hier bei uns, Sie könnten ja zu Hause viel besser lesen, nicht? Na, besser kann der Leser da auch sehr gut. Aber nein, ungestörter wäre ich vielleicht zu Hause, das ist schon richtig. Ja, ungestörter, das auf alle Fälle. Und was lesen Sie? Ein Buch von grünen Männern. Ah, das ist sicher schön. Das ist wahrscheinlich ein Försterroman, ja? Was ist? Was sagen Sie? Naja, so mit Wald und auf der Heide, so eine Jagersgeschichte. Das ist es nicht, Frau Sockert. Nein, ich rede von den kleinen grünen Männern, die aus den UFOs kommen und mit diesen UFOs landen. Die landen mit den UFOs? Wo? Vorläufig nur in diesem Buch. Sagen Sie, und was tun diese grünen Männer? Ja, also schauen Sie, erstens ist die Frage, gibt's die grünen Männer oder gibt's sie nicht? Glauben Sie denn, dass die gibt? Blödsinn. Der Autor behauptet, er hat welche gesehen und behauptet auch, er hat mit Leuten gesprochen und Leute interviewt, die ihrerseits welche gesehen haben. Bitte. Und unser Eins steht in der Küche herum und weiß nicht, was in der großen, weiten Welt vorgeht. Na und was tun die wirklich, die grünen Männer? Was denn? Sie suchen weiße Mäuse. Ich habe keine, ich weiß es ja nicht. Ich bin erst auf Seite 4 und so wie es ausschaut, werde ich auch nicht viel weiterkommen. Warum nicht? Weil jeden Moment die Frau Neubauer hier... Den Neuberger. Neuberger heißt sie. Neuberger. Jedes Mal, sie ist immer beleidigt, wenn ich Frau Neuberger... Ich weiß ja, Neuberger heißt sie so. Wie der Nussberger, die Neuberger. Frau Neuberger. Sie sagen es nicht Nussberger zu ihr. Jedes Mal, wenn sie da hereinstürzt, dann also, wird sie gleich, nämlich sie wird gleich hereinstürzen und wird mir dieses Buch entreißen. Also die Neuberger. Sie, die Neuberger. Ja. Ja, weil sie hat ja eigentlich dieses Buch nebst zwei weiteren bei mir bestellt und ich habe gesagt, wenn ich am Samstag hierher komme, dann bringe ich ihr die Bücher mit. Sagen Sie, warum holt sich denn die Neuberger den grünen Mandeln nicht selber ab? Na, erstens, weil ich ein ausgesprochen gefälliger Bursch bin. Aber nicht? Nein. Aber ja, bin nicht nur Buchhändler, ich bin auch Zustellboy. Zustellboy. Wie Sie sehen. Und zweitens, weil ja die Neuberger sowieso ein bisschen schwach auf den Beinen ist. Nicht nur auf den Beinen. Sie, aber das Buch da über die grünen Mandeln, das tät ich eigentlich auch sehr gern lesen. Ja, aber Sie sind doch eh mit der Frau Neuberger so bitschi-batschi. Man, reden Sie halt mit ihr. Bitschi-batschi. Vielleicht borgt sie es Ihnen. Ja, du macht sich dann so eine Gnade draus. Naja, das mag ich auch nicht. Da kaufe ich mir das ganze Buch gleich lieber selber. Also ich muss sagen, von der Perspektive des Buchhändlers gesehen, ist mir diese Variante auch lieber. Das glaube ich, klingt ja. Aber bleiben Sie nur sitzen, erfüllen Sie Ihre häuslichen Pflichten und ich gehe die Tür aufmachen. Da bin ich Ihnen aber sehr dankbar, lieber Herr Heitz. Machen Sie schief. Ja. Sie? Das kann ich auch sagen, aber da bin ich aber sehr überrascht. Ja, ich auch. Und wieso? Naja, dass sich die Frau Neuberger in so
wie soll ich sagen, angenehmer Art verwandelt hat. Aha, Sie erwarten die Frau Neuberger. Ja, nicht mit großer Ungeduld. Ja, und ich habe gedacht, dass mir der Tommy eigentlich die Tür aufmachen wird. Ist er da? Der Tommy ist nicht, aber wenn Sie wollen, folgen Sie mir ins Wort. Gern, danke. Jö, grüß Gott, grüß Gott. Ah, ich habe gleich eine riesige Bitte an. Ja, es ist heute so kalt draußen, kann ich eine heiße Schokolade haben? Eine heiße Schokolade, natürlich, Fräulein Stuart. Bitte, wenn Sie sich anschnallen. Ja. Wenn wir dann in der Luft sind, dann wird serviert. Danke, sehr lieb. Ah. Na, wann geht's denn los jetzt mit der Fliegerei? Schon bald. Ja, und wenn der Tommy auf mich vergessen hat, dann sofort. Ich war nur ganz kurz unten und habe meinen Schlüssel nicht mitgenommen. Ja, und jetzt macht er mir nicht auf oder er ist weg, ich weiß es nicht. Soll ich mit irgendwas pumpen? Pumpen? Naja, falls er in Morpheus Armen liegt. Nichts Geeignetes da, so. Das Porzellan ist ein bisschen schade. Also wenn der Tommy schläft, dann hilft höchstens eine Kanone etwas. Na, Kanone habe ich nicht, aber vielleicht springe ich ein bisschen. Springen? Ja, naja, ich meine, er wohnt ja da. Genau, unter uns. Das werdet ihr ja dann schon hören. Ich bin jetzt zum Glück ein, wie soll ich sagen, ein beidseitiger Tänzer. Aha, na gut. Probieren wir es einmal. Jesus, haben Sie das gehört? Haben Sie mir das Kaffeeheferl aus der Hand gerutscht? So ein Bumperer. Ja, ja, wir sind auch irrsinnig erschrocken, die Dagmar und ich, weil wir haben geglaubt, Sie sind vielleicht umgefallen. Na, der Pfammer fast passiert vor lauter Schreck. Na, so ein Bumper. Was kann das gewesen sein? Ja, was das gewesen sein kann, das weiß ich auch nicht. Ich weiß allerdings, wenn es ein Erdbeben war, dann wird die Bevölkerung um Mitarbeit ersucht, dann steht's morgen in der Zeitung, werden wir sehen. Aber leider ist mir bei der Gelegenheit die Schokolade auf die Erde gerungen. Jetzt muss ich zuerst den Boden aufwischen, dann mache ich eine neue Schokolade. Ja, vor einem Tag, wir warten Sie ein bisschen, bitte. Na, Sie sind mir vielleicht einer, Sie haben es ja faustdick hinter den Ohren. Jedenfalls wissen wir jetzt, dass der Tommy nicht unten ist. Weil es ist nämlich so, diesen Pumper hätte er ja gehört. Und dann würde er sofort mit dem Besen zurückklopfen. Das ist nämlich die alte Indianertechnik. Mhm. Aber was, vielleicht soll ich es noch mal probieren? Soll ich noch mal springen? Nein, lieber nicht, weil sonst kriegt noch die Frau Sokol einen Herzinfarkt oder Herzkasperl. Und Sie schonen lieber Ihre Sprunggelenke, ist besser. Der Tommy ist nicht da, basta, kann man auch nichts machen. Was haben denn Sie da gerade gelesen? Ein Buch von den grünen, kleinen grünen Männern, nicht? Das von unserem Bundesheer? Na, also so müssen Sie auch wieder nicht über unser Bundesheer reden. Ich meine, ich bin ja auch eher Pazifist. Und ich meine, es stimmt schon, wir haben ein kleines Heer, haben wir, aber man kann ja nicht sagen, dass unser Heer aus grünen Lilliputanern besteht. Das nicht. Unfassbare UFO-Piloten. Ja. Und sowas lesen Sie? Naja, wie soll ich sagen, ich lese es ja nicht freiwillig. Ich meine, es ist, ich verzehre Mitgebrachtes, kann man sagen. Also es ist eine sogenannte Notlesung. Notlesung? Na ja, weil es ist so, ich bin eigentlich hierher gekommen und habe das mitgebracht, dieses Buch. Eigentlich wollte ich ja plaudern, aber nachdem niemand zum Plaudern da ist, habe ich mich mit den kleinen grünen Männchen beschäftigt. Aber jetzt, wo Sie da sind, wie soll ich sagen, die grüne Witwe, die ihren Freund sucht, lasse ich doch sofort die grünen Männchen sausen und beschäftige mich mit ihnen. Wozu Sie überhaupt noch lesen? Sie sprechen ohne die schon wie ein Buch. Aber ich unterhalte mich gern mit Ihnen. Ich höre auch gerne zu. Und ich hab's gern, wenn mir wer zuhört. Und mit wem sprechen Sie sonst? Sie meinen zu Hause? Ja. Mit mir? Naja, sicher. Ich meine, es ist nicht unangenehm. Na? Nein, ich verstehe zwar nicht immer, was ich sage, aber dafür falle ich mir auch nie ins Wort. Und wenn man fad ist, dann höre ich auf, spreche die Diskussion mit mir ab und nehme ein Buch und lese. Sie sind immer noch allein? Immer noch oder schon wieder, das ist schwer bei mir zu definieren. Nicht, es geht und kommt sozusagen. Und wieso? Wieso was? Naja, wurden Sie von den Frauen enttäuscht? Nein, das liegt doch nicht an den Frauen, das soll keine Schuldzuweisung sein. Nein, ich habe schon oft darüber nachgedacht, das liegt wahrscheinlich daran, dass man, wie soll ich sagen, dass man im Alter immer kritischer wird, immer mehr Eigenarten kriegt, immer kauziger, wenn man will. Und irgendwann wird das Alleinsein, wird so wie eine Festung, die man so um sich errichtet und die man dann ungern einnehmen lässt. Ja, dabei habe ich ja gehört, dass Sie früher... Nein, ich behalte es für mich. Was?
Naja, also man hat mir geflüstert, dass Sie, so wie man sagt, ein hungriger Wolf gewesen sind. Ich war ein Hunger? Das kann ich nur lachen. Bitte, ich meine, ja, vielleicht früher, was sagen wir, die Lebenslust betrifft, war ich vielleicht ein bisschen wölfisch, aber in der Liebe, da war ich eher ein Rotkäppchen, das den Wölfen immer wieder in die Falle gegangen ist. So, bitte sehr, Fräulein Stewardess, hier wird die Schokolade serviert. Heiß ist sie auch. Dankeschön. Wissen Sie, ich muss Ihnen ja was gestehen. Es ist ja schade, dass ich nicht mehr auf Stewardess-Lehrer komme. Weil das wäre ein Beruf gewesen, der hätte mir immer sehr gut gefallen. So servieren, so da einen Kaffee und da einen Shampoo, das war was gewesen für mich. Oder ist das sehr schwer? Nein, also bei einem ruhigen Flug nicht. Nicht? Nein. Ja, aber furchtbar ist natürlich, wenn es friert. Wieso? Was ist, wenn es friert? Na, wenn es friert, dann geht es dauernd rauf und runter und dann wird so der Kaffee im Häferl wird so zur flüssigen Säule und alles fliegt durcheinander und pumpert und so. Na, wegen der Frostaufbrüche. Herz, Pflanzen drehen wir anderen. Ich will ja schließlich nicht in einen Autobus, wo sie da schüttern, sondern elegant in einem Flieger will ich servieren. Ne? Na, bitte sehr. Aber du willst jetzt natürlich schon, dass niemand kommt, dass Sie zwei da so allein sind. Wir unterhalten uns aber sehr gut, Brennen. Wir zwei. Ja, ja, das Fräulein Stewardess ist gerade dabei, im Tiefflug meine Psyche zu durchqueren. Ah ja? Ja, hoffentlich haben Sie einen Fallschirm mit, weil im Hand seiner Psyche, ich habe das Gefühl, da stürzt man sehr leicht ab. Aber bitteschön. Tun Sie doch ganz so, als ob Sie hier beide zu Hause wären, ja? Machen wir sowieso. Das tun wir wirklich. Ich habe eh was zu feiern. Zu feiern? Ah ja, natürlich. Na, also auf, das ist doch eine ideale Gelegenheit, um den Giftschrank zu öffnen. Ja, das machen wir. Schau mal, was der Herr Sektionschef hier wie verborgene Schätze hat. Na ja, sind immerhin einige. Also, Cognac? Nein, lieber nicht. Whisky? Na, das ist nur was für heute Männer. Was ist mit Schligowitz? Na, auch. Das da schaut ganz gut aus. Das hat eine schöne Farbe. Riecht gut. Ein bisschen nach Apfel. Oder? Dein Calvados. Was wird genommen. Bitte sehr, dann werden wir uns zwei Gläser mitnehmen. Oder nehmen wir einfach Schwenker. Das, ja, das passt rein. So, darf ich Ihnen gleich einschenken? Bitte sehr. Das ist die Revanche. Wofür? Ne, angefangen hat doch alles so, dass die Eva dem Adam einen Apfel zugesteckt hat. Ja. Und jetzt kriegen sie den in destillierter Form zurück. Das ist gut. Prost. Prost. Das Bermuda-Dreieck, das ist auch was Hochinteressantes. Kennen Sie das? Nicht persönlich, bitte. Entschuldigen Sie bitte. Dankeschön, die Herrschaften. Danke für den Besuch. Auf Wiedersehen. Waren Sie zufrieden? Ja. Danke. Wunderbar. Dankeschön. Darf ich? Dankeschön. Bitteschön. So. Wiedersehen. Danke. So. Wiedersehen. Sie, da gibt es auch ein Buch drüber, ja, das ich bei meinem Heinz bestellt habe. Dort verschwinden ganze Schiffe und Flugzeuge. Ja, pardon, bitte. Das Nussbeugel war bitte in Ordnung, Herr Doktor. Ja, Herr Janek, ja? Die waren heute besonders gut. Das freut Ihnen, mich. Das Rezept müssen Sie mir mal verraten. Ja, das war gerne. Also wirklich ausgezeichnet. Ja, wunderbar. Haben Sie noch welche? Ja, das ist so viel, dass ich sie verkaufen muss. Ja. Apropos, Herr Janek. Nächste Woche, ja. Was werden Sie denn nächste Woche für eine Spezialität haben? Mein Gott, nächste Kennen Woche, das, so? Das weiß ich ja, was nicht. Ich bin froh, wann das heute. Ja, na, weiß es ja schon, weiß es ja, ja? Schon. Da kommen mein berühmter Mondstrittel. Mondstrittel, oh, ja, Mondtorte, die Mond, die herrliche Mondtorte. Ich habe sie überarbeitet, wissen Sie, besser, also es schmeckt à la Bonheur, wissen Sie, ich muss Ihnen ja wirklich sagen, das müssen Sie versuchen. Wirklich? Ja, wirklich? Müssen Sie versuchen. Also gut, ich vertraue Ihnen. Ja, Janik, aber Reservierung bitte. Ja, ich bin ja Stammgast, darum sage ich Ihnen heute schon, ja. Könnten Sie mir eventuell zwei Stück auf Zeit geben? Bitte gehen? Zwei, nicht eine. Es ist, die Nachfrage ist sehr, sehr groß bei der Mondorte. Ach, die Chance, dass es zwei sind. Na ja, ist ja gut. Also, ja. Bitte schön, Ihnen zu lieben. Ja, und für heute packen Sie mir drei Nussbeugel. Ja, nein, bitte, ja. Drei ich will sie nämlich für morgen haben. Ja, danke, nehmen Sie das Geschirr mit. Ja, drei Nussbeugel, bitte schön. Also, Herr Janik, die sind ja morgen noch frisch, gell? Morgen sind sie einen Tag alt, aber frisch. Na, wissen Sie was? Ja. Ich glaube, dann ist es gleich lieber da, ja? Sehr gut, bestens, wunderbar. Dann ersparen wir uns die Verpackung.
Verpackung, bitte. Ja, gut. Ja? Und eine Melange, bitte. Eine Melange, bitte sehr, natürlich. Wo waren wir beide, Frau Nussberger, Frau Neuberger? Im Bermuda-Dreieck haben Sie mich verlassen. Ah, ungern, Frau Neuberger, ungern. Schauen Sie, Geschäft ist Geschäft, wissen Sie? Ja, wo ist denn Ihre liebe Frau? Ja, die ist heute mittags zum Friseur gegangen, ja. Zum Friseur, ich habe großzügig Urlaub gegeben. Nicht? Vielleicht geht sie dann nachher bitte ins Kino, nicht? Ja, und sie sieht ja so gerne Liebesfilme, wissen Sie? Und auch was mit Horror. Naja, ein Cafetier muss sich ja auch etwas gönnen, nicht? Naja, jetzt hat sie den Horror im Kino und ich habe ihn da. Ich meine, weil sie nicht hier ist, nicht? Entschuldigung. Bitte also, ich schön, bin mehr fürs drei Nussbecherl und diese Melange, bitte. Sehr gut, danke. Im Bermuda-Dreieck werde ich mich zuerst beschäftigen, ja, wenn der Herr Heinz das Buch dabei hat. Ja. Aber er lässt mich sitzen, er lässt mich sitzen. Ja, sehen Sie, ich wäre so froh, wenn mich jemand einmal sitzen lässt. Entschuldigen Sie bitte. Danke, die Herrschaften. Danke, bären Sie uns bald wieder. Waren Sie zufrieden? Ja. Okay. Ein Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, habe ich die Herren. So. Aber von den kleinen grünen Männern haben Sie schon gehört, nicht? Heute noch nicht. Also das Buch werde ich als zweites lesen. Den UFO-Piloten auf der Spur heißt der Untertitel. Also interessant. Entschuldigen Sie bitte, ich hole aus der Küche noch meinen frischen Google-Huf. Vielleicht kriege ich den heute noch weg. Bin gleich wieder da. Entschuldigen Sie bitte, Firmes. Servus, also die macht mich fertig, die Neuberger. Seit halb drei sitze ich mit der schon da. Also, da kann ich jetzt nur sagen, nur Mut. Mut, Edi. So, bitte, da ist der Kugelhupf. Ganz frisch, vielleicht kriege ich den heute noch weg. Ja, ins Bermuda-Dreieck möchte ich auch einmal. Und dort untertauchen, wissen Sie, so plötzlich verschwinden, wissen Sie? Also eine wissenschaftliche Unterhaltung ist mit Ihnen nicht möglich. Das ist ja schon möglich. Nicht möglich. Denn Sie haben keinen Kopf fürs Interessante. Sie können sich nicht konzentrieren. Aber wie denn, Frau Neuberger? Aber während Sie im Bermuda-Dreieck die Schiffe eins nach dem anderen verschwinden lassen, verbrennen bei mir die Topfengalatschen im Ofen. Ah, hier ist das, nein. Ich habe wirklich was noch im Ofen drin. Ah, bitte schön, ich beschwere Sie, lassen Sie mir das da. Warum denn? Ich habe sonst nichts zum Lesen. Ja, was wollen Sie denn da lesen? Da steht ja nur Edi drauf. Innen aus dem Kaffeesatz werde ich Ihnen was herauslesen. Weil Wäsche schaut nicht gut aus auf den ersten Blick. Ja, dann machen Sie einen zweiten. Edi, yes. Bitte, du musst mir helfen. Ja? Meine Riesen. Grüß Gott, Frau Neuberger. Was ist denn? Habe ich Ihnen weh dann? Den Kaffee haben Sie mir durcheinander beitelt. Kaffee? Herausgeschwappt ist nichts. Also innen bitte, der Sud hast du ein bisschen durcheinander geschüttelt. Soll ich vielleicht noch einen Hefer trinken? Lieber nicht, das ist mir viel zu stark, bitte. Es tut mir leid, Frau Neuberger. Ich muss unbedingt mit dir jetzt reden. Sag einmal. Das macht ja gar nichts. Wer weiß, wozu es gut ist, verstehst du? Weil der Sud ist auf den ersten Blick, der war mir sowieso nicht günstig, verstehst du? Wieso? Na ja, schau, die Kaffeebrösel sind ein bisschen schlecht ineinander gelegen. Ich verstehe. Du, Edi, hör mir einen Moment bitte zu. Ja, ich höre zu. Ja. Sag, wann sperrst du dein Geschäft zu heute? Na, in einer halben Stunde, wie immer, am Samstag. Was machst du dann mit den Blumen, die hier auf den Tischen stehen? Ja, Montag, wenn ich wieder aufsperre, brauche ich frische. Sehr gut. Dann wird es da nichts ausmachen wegen der halben Stunde, gell? Verzeih mir bitte. Was ist? Wollen Sie aus den Blumen auch herauslesen, Frau Neuberger? Nein, ich bin nur erschrocken. Gott sei Dank. Sag mal, was machst du denn da? Ich brauche dringend ein Geschenk. Weil die Dagmar hat heute Prüfung gehabt. Ja. Und so wie ich sie kenne, hat sie die Prüfung sicherlich bestanden. Und jetzt möchte ich ihr gratulieren. Aber ohne was in den Händen, das würde sie sehr enttäuschen. Hast du vielleicht ein Seidenpapier oder sowas, also, wo ich einlegen kann? Du räumst mir ja alles ab. Ein Glück, dass die Otti nicht da ist. Dankeschön. Ja, Edi. Was für dich geht es um eine halbe Stunde. Ja. Bei mir geht es ums ganze Leben. Also bitte, normalerweise bitte, bock wieder mit den Nussbeigern rein. Aber bitte, ich schenke dir das Papier. Danke. Ich bin ja schon glücklich, dass du mir wenigstens die Vasen da lässt. Schau dir das an. Du bist ein Schatz. Ich bin zwar nicht sehr geschickt, aber du bist ein Schatz. Tommy, sagen Sie bitte, ist es möglich, dass der Heinz oben sitzt bei den Lafitz? Möglich schon, ja, warum? Weil ich hier auf ihn warte. Er hat drei interessante Bücher für mich. Eins vom Bermuda-Dreieck, kennen Sie das? Das ist nämlich ungeheuer. Wissen Sie was, Frau Neuberger? Wenn der Heinz oben bei uns ist, dann schicke ich ihn herunter. Oder noch besser, ich sage ihm, Sie sollen hinaufkommen, ja? Ja. Ja, das sind ja noch welche. Sehr lieb. Hoppala! Vorsicht, Tommy! Du stolperst so über die Leine! Servus, Onkel Kulda! Servus! Ja, servus, Cindy, du! Die Cindy, ja? Was hast du denn? Du stolperst aus dem Café, aus Essen, was gestohlen! Ja, ich hab's geplündert. Allerdings mit Einwilligung des Besitzers. Hm.
Mit dir geht's spazieren, oder wie? Ja, wir gehen. Mein Hund führt mich spazieren. Du, der macht mit mir, was er will. Er führt mich wohin er will, aber ich sage, das sein Zulässigkeit. Ich brauche nämlich eine juridische Auskunft von dir. Das trifft sich aber jetzt sehr schlecht. Ich habe nämlich recht wenig Zeit. Weißt du, eigentlich ist es so, der ganze Tag war schon so. Egal, wo ich hinkommen bin, immer war ich zu spät. Na, dann ist eh schon wurscht. Bleib da, nur kurz. Pass mal auf. Gut, du siehst dort den Grünstreifen, ja? Siehst du ihn? Ja, ja. Du kennst ihn sicher, ne? Nein, eigentlich nicht. Na, siehst du, dir ist der Streifen noch nie aufgefallen. Aber für einen Hundebesitzer sind das Streifen, die er anpeilt. Am Horizont. Denn da darf er. Wer? Der Hund. Achso, der Hund, ja. Schau, bleib da. Und während der Zigarrenproduktion, Zigarren, du verstehst, was ich meine? Nein. Während der ganzen Geschäftsentwicklung. Verstehst du das jetzt? Ja, gut. Also, dass ich das erzähle, spricht mich ein Herr an und sagt, sehr grob, lieber Herr, Sie, das mit dem Grünstreifen, das war eine Frechheit. Und ich sage nur, wo denn? Am Gehsteig, da darf er nicht. Auf der Straße soll er nicht führen in die Autos zusammen. Bleibt dem armen Hund nur die Möglichkeit mit dem Grünstreifen, mit dem bisschen Gras drauf. Und dort könnte es ihm nur der Bürgermeister verbieten, denn der Grünstreifen gehört der Stadt. Also, habe ich recht, oder? Das weiß ich nicht. Also, da müsste man den Grünstreifen anschauen. Weißt du, das könnte ein privater Vorgarten sein oder eventuell eine öffentliche städtische Verkehrsfläche oder sowas. Ja, komm. Moment. Noch ein Wort. Ein Wort. Beantworte mir der eine Frage. Wer zahlt meine Hundesteuer? Ich zahle meine Hundesteuer. Schau, die Magistrat, die Blechmarke, die dem Hund um den Hals hängt, wird er, wenn es wenigstens aus Silber wäre, wie ein Sheriffstern. Aber was macht denn der Blechmarke, dass ich dir erzähle? Also der Herr, der mich angesprochen hat, der sagt zu mir, Sie, das gibt's nicht, das müssen Sie einstellen. Und ich sag zu ihm, lieber Herr, was bilden Sie sich denn eigentlich ein? Was bilden Sie sich ein? Wer glauben Sie, zerstört die Reinheit der Straßen? Die Autos. Nur die Autos, die Abgase und alles, was so ein armer Hund von sich gibt. Das regeneriert sich doch von selbst. Von selbst als Naturprodukt. Hab ich recht? Ja, so, und jetzt gehen wir zu dem Streifen. Ja, nein, bitte nicht. Die Dagmar wartet oben auf mich, weißt du? Falls sie nicht schon nach Hause gelaufen ist. Nach Hause? Ich glaube, die wohnt bei dir. Ja, das schon, teilweise. Aber sie hat natürlich ihre alte Wohnung behalten. Sie muss ja lernen für die Prüfung. Nicht? Ja. Und ich muss auch studieren, ja? Lobenswert, sehr lobenswert. Da gebe ich dir die Chance, mich juridisch zu beraten. Ja? Komm, jetzt gehen wir ein paar Schritte zu dem Grenzstreifen. So. Schau, wie das da ist. Wunderbar. Und die sind, weißt du, sie hat nämlich einen sehr frischen Hundeherrn kennengelernt und den riecht sie jetzt. Ja. Ich gehe dann wieder mit dir zurück und führe dem Franz und der Hilla den Hund vor. Sie sollen sehen, was dieser Hund in dieser einen kurzen Woche bei mir gelernt hat. Ja, aber bitte, mach's kurz. Nein, wenn du schon für mich keine Zeit hast, für den Hund musst du sie haben. Wir müssen doch die Sache klären. So, Kindi, so sind die mit denen schon. Na, sein Glück, dass der arme Hund nicht versteht, was wir juridisch beraten. Der möchte sich ja überhaupt nicht mehr trauen, irgendwo hinzugehen. Der möchte glatt eingehen. Vor Zurückhaltung. Du verstehst, was ich meine. Ich hab's begriffen. Und gehen wir. Gehen wir. Jetzt trinke ich schon mein drittes Glas Wasser bei Ihnen. Und nur, weil der Herr Heinz mich da sitzen lässt. Sie können ruhig ein viertes in Auftrag geben. Danke, weil ich bin kein Aquädukt. Sagen Sie, ist es möglich, hat der Herr Tommy gesagt, er schickt mir den Herrn Heinz herunter, wenn er oben ist, oder ich soll hinauf zu den Lafitte? Das ist logisch, ja. Ja, was jetzt? Verzeihung, ich habe nicht hingehört, entschuldigen. Also ich habe es ja schon einmal gesagt, mit Ihnen ist heute keine Unterhaltung möglich. Dabei hätte ich Ihnen sehr viel Interessantes zu erzählen von den grünen Männern. Da hat man nämlich durch ein Fernrohr... Hey, hier ist das Neues. Die Topfengulaschen, ich habe sie noch immer im Rohr. Das Wasser in dem Kaffee, das wird auch immer grauslicher. You must remember this. A kiss is still a kiss.
A sigh is just a sigh. The fundamental thing. Wie ich jung war, habe ich wirklich auch so einen Trenchcoat und so einen Hut gehabt wie der Humphrey Bogart. Ja? Ja. Ich habe auch so schauen können wie er. Ja? Hm? Na dann schau mal so. Nein, lieber nicht. Wieso nicht? Naja, erstens kann ich es nicht mehr so gut. Mein Gesicht hat irgendwie, wie soll ich sagen, nachgelassen. Und zweitens? Zweitens ist das sehr gefährlich. Warum? Weil wenn ich dieses Gesicht mache, bin ich, wie soll ich sagen, unwiderstehlich. Unwiderstehlich? Mhm. Nein, dann mache ich es lieber nicht. Ich will nämlich nicht in Turbulenzen kommen. Weißt du, das mit den Turbulenzen ist das so. Turbulenzen kommen, ob man will oder nicht. Ja, aber man kann ihnen ausweichen. Aber geht. Okay. Ja, kann das kann man. Wo lernt man das? Auf der Stewardessenschule? Nein. In der Schule des Lebens. Ah, das ist dort, wo ich bei allen Prüfungen durchgefahren bin. Ach, ich bin so froh, dass ich mit dem Büffel fertig bin für diese Stewardessenprüfung. Wirklich. Und es ist so blöd, dass der Dominik nicht da ist, weil ich jetzt so gern mit ihm angestoßen. Stoßt du halt mit mir an. Ich bin da. Also komm. Weiß nicht, zum wievielten Mal das jetzt ist, aber... Nicht mitgezählt. Naja, auf was? Auf Casablanca? Casablanca ist eine herrliche. Casablanca, da möchte ich gern mit dir einmal landen. Ja, es wird nur leider von meiner Linie nicht angeflogen. Zu blöd. Das ist aber schade. Heinz? Mhm. Probier's doch. Und was denn? Na, so dreinschauen wie der Humphrey Bogart. Bitte, mir zuliebe. Gut, aber auf deine Verantwortung. Gut. Schau meine Augen. Sehen ja, Sie mir? Herr Corridor, also Sie schickt der liebe Himmel. So, habe ich einen Heiligenschein abgehabt, der liebe Himmel, oder? Freuen Sie sich nur, weil mein Hund mitkommt. Herr Corridor, für mich haben Sie einen Heiligenschein, ich sehe ihn direkt. Und natürlich freue ich mich, dass das liebe Hunderl Sie hergetragen hat. Ist er nicht herzlich, ist er nicht lieb. Der hat sich aber schon an Sie gewöhnt. Eine Behute, ja. Aber ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Corridor. Aber ich bin natürlich froh, dass überhaupt heute wer kommt. Ist was passiert? Nein, noch nicht, aber es liegt in der Luft. Hören Sie was? Ja, Musik. Ja, Musik. Stellen Sie sich vor, die tanzen miteinander oder haben getanzt. Und ich weiß überhaupt nicht, was ich im Grund tun soll. Vorhin bin ich durch Zufall so ein bisschen an der Durchreise angekommen und habe durch Zufall hineingeschaut. Und was muss ich sehen? Sie haben sich geküsst. Der Franz und die Hila? Nein, Herr Guido, weil die Herrschaften, die sind mittags in die Stadt und die sind noch eben nicht da. Wahrscheinlich stecken sie in einem Stau. Ah, die sind gar nicht da? Nein, sind nicht da. Dann gehen wir wieder. Wir wollen ja nicht stören. Nein, Herr Guido, bitte, Sie müssen da bleiben. Sie müssen stören. Wirklich, war dem armen Tommy zuliebe, bitte. Ja, wer ist denn da drin? Der Heinz ist drin und die... Ja, hallo. Tommy. Hat die Dagmar vielleicht nach mir gesucht? Ja, aber nicht lang. Ich wollte nämlich, ich habe geglaubt, sie ist unten in der Wohnung, aber sie war gar nicht... Aha. Was ist das für Musik? Ja, also, ich kann nichts dafür. Ich habe deiner Braut eine Schokolade serviert, aber bei der ist es halt leider nicht geblieben, armer Tommy. Ich verstehe kein Wort. Dann schauen wir mal rein. My days and nights oh, that willkommen so zum 5 O'Clock Team im Hause Lafitte. Dagmar, was? Servus, Tommy. Du kannst mir gratulieren, ich habe die Prüfung bestanden. Gratuliere? War das eine Tanzprüfung oder wie? Ich habe gar nicht gewusst, dass du als Tanzlehrer Prüfungen abhalten darfst. Ja, und ich habe ihn auch noch aufgehalten, weil mein armer Hund einen juristischen Rat gebraucht hat. Seid mir nicht böse, es tut mir leid. Hallo, lieber Guido, servus. Grüß dich. Na, wie vertraut ihr euch, du und Sie? Nein, ich habe so eine Freude. Wir reden immer vom Einschlafen, sagt er, gute Nacht, bitte mal ein. Ja. Und ich sage, gute Nacht, schlaf gut. Er lässt sich hin, alle vier, weg. Fein. Hast du schon gesehen? Ein Geschenk von mir an dich. Deine Lieblingsplatte. Ich habe sie gekauft, weil ich mich so freue, dass es endlich vorbei ist, das Lernen und ich die Prüfung geschafft habe. Dankeschön. Ich hätte sie nur gerne selber mit dir eingeweiht. Ja, komm, bitte sei nicht so kindisch, Dominisch. Ist was? Nix ist, nein, gar nichts. Ich bin halt zu spät gekommen. Das ist meine Schuld. Ich habe nur nicht gewusst, wie zu spät ich gekommen bin.
Oder bin ich vielleicht ein bisschen zu früh gekommen? Hm? Sag mal, ich meine, hörst du, was ich höre? Ja. Da schon her. Per Du seid's ja auch schon. Geh, Tommy, du bist ein Depp, aber wirklich. Ja, was soll ich machen? Ich bin ein Depp. Ja, also, da kann ich nicht widersprechen. Soll man aber wissen, wo das Streifen ist? Nein, das ist dicke Luft oder irgendwas. Was habt ihr denn, Kinder? Was habt ihr? Ja, also, nachdem unerklärlicherweise mein Bruder nicht da ist, werde ich mich auch wieder zurückziehen. Ne? Immer beziehen dich. Sie ist eh schmiert, sie hat gegeben, sie hat was gegeben. Heißt das? Unsere Gesellschaft ist Ihnen zu minder? Oder ist dir, entschuldige, verzeihen, lieber Guter, ist dir zu minder? Nein, was ist denn dicke Luft? Aber Kinder, eines sage ich euch, nicht streiten. Nein. Seid's gescheit. Sonst lasse ich den Hund auf euch los. Und dann erlebt's was. Auf Wiedersehen. Du, Guido, ja? Wie gesagt, solltest du ein Hundebuch brauchen, du weißt, jederzeit bei mir. Danke fürs Angebot, verfrüht noch nicht. Er hat zwar schon sehr viel von mir gelernt, aber lesen kann er immer noch nicht. Auf Wiedersehen, servus. Wiedersehen. Servus, Guido. So, pass auf, und jetzt zu dir. Wann du erwartest, dass ich mich jetzt vielleicht hier entschuldige, kann ich dir nur sagen, ich habe keine Ahnung, wofür. Ich meinte, dass ich mit der Dagmar Bruderschaft getrunken hat. Na gut, es ist vielleicht ein kleiner Vorgriff auf eure Verlobung, weil spätestens dann wäre das sowieso passiert, nicht? Also was willst du? Du hast eine entzückende, bezaubernde Freundin, eine jetzt ausgelernte Stewardess, mit der du durch die Gegend fliegen kannst. Was willst du mehr? Nur weil ich zu deiner Platte getanzt habe, ich meine, lass du mich jetzt vielleicht noch eine halbe Stunde da herumstottern. Na ja. Nein, lass dich nicht frotzeln. Entschuldigung, setz dich her. Gut. Dagmar, ich entschuldige mich auch bei dir. Die Blumen sind da für dich. Ich möchte wirklich herzlich gratulieren, danke, dass du die Prüfung endlich bestanden hast. Danke. Alles Gute. Und ich hoffe, du erträgst es, wenn ich dir sage, dass ich mich in seiner Gesellschaft sehr wohl gefühlt habe. Ich ertrage es. Und dass er, wenn er will, so dreinschauen kann wie Humphrey Bogart. Also das ertrage ich schon wieder weniger. Dafür, die kann machen, mach ihm doch nicht Angst. Er kennt mich ja noch aus der Zeit, wo ich wirklich noch ein hungriger Wolf war. Oh ja. Es war nur ein Hauch von Casablanca. Also das war schon nicht Casablanca, das war schon mehr die mit dem Wolf tanzt. Ja, auch mehr. Danke für die Blumen. Danke. Oh, das süße Edel. Es tut mir so leid, bitte, Frau Dagmar, entschuldigen Sie bitte vielmals, aber es ist, die Otte ist jetzt zurückgekommen und hat gesagt, ich muss mit dir sprechen. Ja, was ist denn los? Du, es ist mir sehr, sehr peinlich, aber du hast die Kunstblumen, die Plastikblumen auch mitgenommen. Was, sorry? Ja, die Otte hat das sofort natürlich gesehen und hat gesagt, ich muss sofort die Dekoration wieder zurückbringen ins Geschäft. Verstehst du mich? Danke, entschuldige bitte. Ich bin wirklich ein Depp. Entschuldige, die Blumen waren nur ausgeliehen. Ich hab's bemerkt. Ich hab keine Zeit mehr gehabt. Ich war beim Dr. Heidenreich, der hat mich nicht weg. Nein, aber die echten Blumen können Sie ja behalten. Nur die Plastikflausen, die Kunstblumen, die muss ich wieder zurückbringen. Weil die Otte kann bis Montag nicht warten. Weil wenn man durchs Glas, die Glastür schaut, weißt du, dann ist das Geschäft ganz locker. Ohne die Dekoration. Ich verstehe dich schon. Ich lasse mich vielmals entschuldigen. Wir stechen ein bisschen. Oh! Der Tante Otte hat natürlich völlig recht. Ja. Aber halt ein bisschen durcheinander. Ja. Ja, eben, was eben beweist, wer verliebt ist. Der handelt unkontrolliert. Also nichts für ungut. Bitte, nichts für ungut. Die darf ich bekommen vom Herzen, sozusagen. Nichts zu danken. Das ist mir eigentlich schon sehr peinlich. Aber ich verspreche dir, du bekommst einen echt schönen. Das ist sehr herzlich. Yes, das ist die Neuberger, das habe ich ganz vergessen, die auszurichten. Ich habe der Neuberger versprochen, dass du hinunterkommst zu ihr in die Konditorei. Jetzt ist es zu spät, jetzt bin ich schon selber da. Liebe, Frau Neuberger, wir haben uns verpasst, weil ich habe natürlich hier oben auf Sie gewartet. Aber die Bücher haben Sie wenigstens mitgebracht. Also, Sie kränken mich fast. Natürlich habe ich sie mitgebracht, alle, die Sie bestellt haben, Frau Neuberger. Ja, Herr Janek, zum Besuche machen nehmen Sie sich Zeit. Aber mir zuhören, da spielst du lieber den gestresst. Ich bin schon weg, ich habe nur die Dekoration eingesammelt. Wiedersehen. So, bitte sehr, das sind die bestellten Exemplare. Ich habe mir erlaubt, einen Erlagschein habe ich beigelegt. So, was soll ich jetzt zuerst lesen? Vielleicht die grünen Männer?
Wissen Sie überhaupt, wieso die grün sind? Nein. Ich habe da eine eigene Theorie drüber. Das tut uns wirklich leid. Also augenblicklich müssen wir Sie verlassen, ja. Frau Neuberger. Komm, Dagmar. Du auch, Heinz. Komm, komm. Wie, wieso? Weißt du nicht, du musst runter zu mir. Dieser eminent wichtige Anruf aus... Ah ja, natürlich. Entschuldigung. Aus Casablanca. Ja, Casablanca. Entschuldigen Sie vielmals, Frau Neuberger. Ja. Wir müssen leider gehen. Meine Großeltern werden jeden Moment zurückkommen. Sie werden sich dann um Sie kümmern. Vielleicht wollen Sie in der Zwischenzeit einen Kaffee oder danke, so. Danke, Kaffee habe ich schon. Kaffee haben Sie gut, schon. Gut, Kaffee haben Sie. Da wäre ein äußerst empfehlenswerter Calvados. Ja, das sage ich. Frau Sokol, kümmern Sie sich bitte um unseren Besuch. Ja? Jetzt kriegen Sie einen Zuhörer, der sicher von einem spannenden Vortrag begeistert sein wird. Alles Liebe, Frau Neuberger. Frau Neuberger, was kann ich für Sie tun? Ja, bringen Sie mir bitte ein Glasl. Ein Glasl, bitte sehr, Frau Neuberger. Ein frisches Glasl. Darf ich Ihnen einschenken auch? Ja, bitteschön. Jö, Sie haben Ihre 3 Bücher bekommen, ja? Ja, UFOs, Bermuda. Und was ist das dritte? Über das schwarze Loch, auf das wir alle zutreiben, unabänderlich. Das ein schwarzes Loch? Sagen Sie, haben Sie ein Bild von dem schwarzen Loch? Ja, vielleicht. Naja, also ein schwarzes Loch werden Sie sich doch wenigstens vorstellen können. Naja, so groß und ausgefranst. Dann nehmen wir mal an, das sind ein paar Gesterne, geschmolzene. Und ja. Die sind irgendwann einmal explodiert. Schrecklich. Ja, aber nicht nach außen, nach innen. Das auch noch, nach innen? Nach innen. Verdichtet nennt man so etwas. Setzen Sie sich daher, damit ich Sie dann erkläre. Ja, bitte erklären Sie mir das. Wollen Sie Zigaretten? Ja, bitte, da kann ich nicht. Ich danke vielmals. Ich darf mir Ihr Feuerzeug ausbringen. Machen Sie doch einen Schluck, Frau Neuberger. Und sagen Sie mir bitte schon eines. Verstehen Sie das alles? Nein, auch nicht. Aber ich erkläre es Ihnen. Bitte. Nehmen wir an, der Tisch ist das Universum und die Bröseln sind die Sterne drauf. Wo kommen denn die Sterne da her? Nein, lassen Sie doch, die brauchen wir ja noch. Die brauchen wir. Also, das Tischtuch ist das ausgebreitete Universum, wie gesagt. Mein Tischtuch ist, machen Sie mir nicht in mein Universum mit der Zigarette ein schwarzes Loch hinein, Frau Neuberger. Wenn Sie wollen, Frau Sokol, komme ich jeden Samstagnachmittag jetzt zu Ihnen herüber und erkläre Ihnen irgendwas Interessantes. Jeden Samstagnachmittag, das überlebe ich nicht. Bitte? Na, ich meine, weil ich fürchte mich ja im Grunde vor diese grünen Mandeln und unendlich und vor allem von diesen schwarzen Löchern. Ja, aber es gibt nicht allein schwarze Löcher, es gibt auch Ozonlöcher. Über den Polaren gibt es Ozonlöcher, die das Eis schmelzen lassen. Sagen Sie, Frau Neuberger, sind die Ozonlöcher auch schwarze Löcher? Nein, sie sind ganz anders. Es gibt so viele unterschiedliche Löcher auf dieser Welt. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Also, wenn man es genau nimmt, es ist schrecklich. Man ist von lauter Löchern umgeben. Auf das hinauf muss ich jetzt auch einen Schnaps trinken. Das sag ich dir nicht aus. So, ja, Otti, du kannst mit mir zufrieden sein. Ich habe alles wieder in Ordnung gebracht. So, wunderbar. So. Edi? Ja, was Edi ist denn? Lein. Ja, servus. Ich weiß, du wirst gleich zusperren wollen, aber kannst du ein paar Flüchtlinge bei dir aufnehmen? Ja, warum denn? Warum? Bitte. Wir sind geflüchtet vor der Mutter der grünen Männlein. Wer ist denn das? Wer ist du kannst du das nicht vorstellen? Sie kommen nie rein. Nein, ich weiß nicht. Die Nussberger, die Neuberger. Ich sitze da oben und malträtiert die Frau Sokol. Oh, bitte, nehmt's mal. Danke. 5 Minuten, Tommy, bitte Moment, entschuldige. Dann darf ich diese Runde jetzt werfen. Erstens, wirklich tiefen Dank, dass du mich aus den Fängen der Neuberger befreit hast durch deinen advokatischen Kniff. Du hast gesagt, Ferngespräch aus Casablanca für mich. Ach so. Dadurch sind wir geflüchtet. Also ich darf diese Runde gerne. Auf mich. Gerne. Sehr gerne. Sag mal, was denkst du? Wir bleiben bei... Wir wechseln nicht. Wir bleiben bei Calvados. Wir zwei, wann das nehme ich auch. Das nicht ist einen neuerlichen Anfall bei dir. Nein, provoziert. Nein. Ich trinke mit euch mit. Okay. Einen Calvados, lieber Meister, darf ich Sie auch auf einen Calvados einladen? Ja, bitte, wenn Sie solche ausgefallenen Getränke in Ihrem eher, sagen wir, schlichten Etablissement aufführen. Heute brauche ich die Calvados. Ja? Sie auch? Aber jetzt muss ich schon wieder aufstehen? Na, okay. Jetzt muss ich Nein, ich mache für mich immer wieder die ganze Flasche mit der Heinz zu heute. Ich bin schon blott hier, sagt sie. Sag aber, Heinz, wieso kennst du dich mit dem Bogart so gut aus? Entschuldige, hörst du, ich meine, es gibt nicht einen einzigen Film von Bogart, den ich nicht gesehen hätte, den im Original, in Deutsch, auf Video, Casablanca, alle. Es gibt keinen, den ich nicht gesehen habe. Also Casablanca, sicher 12-mal. Das weißt du, warum diese berühmte Geschichte, warum der Gobert immer schaut, ja, ein bisschen dieses
Nein, also das heißt doch, dieses berühmte Schamende Augen Kleines ist im Original, sagt er, hier ist locker nicht okay. Und hat immer so ein bisschen das, das lag daran, dass er ein nicht ganz gut sitzendes oberes Gebiss hatte. Das ist ja Grund, ja. Und das war ja vor 50 Jahren, war das ja auch weitaus schmerzhafter, sowas zu machen lassen als heute. Und er hat sich geweigert, das zu tun. Und halt durch den berühmten Gobert-Mund entstand nur, dass die Zandern. Wenn das ist aber ist ein Prost. Also, sehr zum Wohl. Aber halt mal auf deinen. Prost. Aber du, da fällt mir auch eine Geschichte. Das war auch ein. Das weiß ich auch von Casablanca. Und zwar hat es da eine Liebesszene ja gegeben mit der Bergmann. Und die Bergmann war sehr groß. Mhm. Ganz im Gegensatz zu dem Bogart. Und also der ist gestanden auf einer Bananenkiste, damit die ihren Puzzle geben können. Und schön ist auch, wer den ersten, also wie der John Huston seinen ersten Film gedreht hat. Ja. Also der erste Film von Huston war der Malteser Falke. Mit dem Bogart, mit dem Sidney Greenstreet, mit dem Peter Lorre. Und da gab es eine Szene, die der Bogart unbedingt noch einmal drehen wollte. Und der Huston hat gesagt, nein, ist gut, und die bleibt so. Und der Bogart hat gesagt, nein, unbedingt noch einmal. Er hat 5 Minuten Pause gemacht, neue Filmrolle eingelegt. Okay, ganze Szene noch einmal. Dann hat er zum Bogart gesagt, gefällt dir die besser? Der hat gesagt, ja, ist er zur Kamera, hat den Film raus und gesagt, bitte kannst du haben. Bitte. Aber sie haben dann noch viele gemeinsam gemacht. Bitte, ich habe auch eine Anekdote, aber die ist folgendermaßen. Ich habe einen ganz frischen Gurken. Und den werden wir jetzt verspeisen. Letzte Sekunde. Hast du überhaupt gewusst, dass der, weil wir gesagt haben, klein, hast du gewusst, dass der Stallone auch so klein ist? Nein. Der Sylvester Stallone, der Held aller Kriegsfilme oder so. Wie wär's? Und ein kleines Stück, ein ganz kleines 1,66 Stück. Das kann ich gar nicht auflesen. Das habe ich nicht gewusst. 1,66. Das war eine herzige Verbindung zwischen den Kriegsfilmen.